Wenn Naturbursche Thore Schölermann. Ich komme vom Land, ich bin nicht der Typ, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht und das habe ich hierfür jetzt auch nicht geändert. Dann, ja dann, liebe Zuschauer, heißt es wieder Schlag den Star. Im Duell der Moderatoren tritt unser lieber Kollege Thore gegen Ex-DSDS-Moderator würdig vertreten. Kopfmäßig bin ich natürlich ganz weit vorne, da brauchte ich gar nichts mehr machen. Nein, da habe ich so ein bisschen Schiss vor, muss ich ehrlich sagen. Also diese Allgemeinwissenfragen, das ist ja immer so ein Minenfeld. Ne? Da kannst du Glück haben, da kannst du Pech haben. Ich bin jetzt nicht der Dümmste von allen, aber ich bin auch nicht die hellste Kerze am Baum. Ob Marco Schreil heller leuchtet, wird sich dann morgen am Pult zeigen. Fest steht, trotz des Altersunterschieds von 11 Jahren gibt sich der Moderator selbstbewusst. Und auch den X-Faktor, dass Thore immer an seine Grenzen geht oder, sagen wir mal, es ganz gern auch mal gemütlich angehen lässt, das wissen wir. Doch für morgen hat er sich eins vorgenommen, den Sieg. Aber auch er verspürt großen Druck. Ja, Druck ist natürlich irgendwie auch größer, ne? Weil jetzt bist du da gegen einen Kollegen, dann auch noch vom anderen Sender, dann auch noch in der gleichen Sparte sozusagen, Castingsendung. Ja, logisch. Da sich zu blamieren, wäre natürlich ganz beschissen. Marco Schreil hingegen ist da etwas relaxter. Thore fürchtet sich. Wer das Kopf-an-Kopf-Duell der Moderatoren für sich entscheidet, das sehen Sie morgen um 20.15 Uhr hier auf Pro7, wenn es heißt, herzlich willkommen zu Schlag den Star.